Wirf das Zeug zu mir. Nein, nein. Ich mach das gleich anders. Mach das so. Zack. So kann ich das am Laufen halten. Mm. Dazu muss ich es jetzt einmal irgendwo kurz ablenken. Post! Patrick! Post! Danke. Man hört's! Zeigst du mir dann, wo du die Area fertig hast? Dann. Da wo die Kaktus, unter der Kaktusfarm. Alter. Muss man auch erst einmal finden. Obwohl die ist ja doch relativ leicht zu finden, die Kaktusfarm. Ich nehme dabei den Netherrack Dust, okay. Okay. Schau, dass er Inventarplatz überbleibt, weil da kommt gleich noch was. Ja, ja. Die Recycler überflogen gerade. Frage ist nur, warum. Tja. Ist die Quarry wirklich schneller geworden? Ein bisschen. Aber scheint es zumindest ausgereicht zu haben, dass die ganz knapp noch nachkommen, die Recycler. Brauchst du halt noch einen hin? Das haben wir schon beim dritten gedacht. Ja, das Problem ist, dass jetzt schon die Ding übergehen. Die Hopper. Die Hopper? Wer hat Weed in den Hopper reingetan? Ich, weil ich loswerden wollte. Wozu? Weg damit! Ah, sind die Auto-Crafting-Table rein? Weg damit! Da ist ein Creeper auf der Farm. Das ist doof. Weißt du nicht, hey, sie wandern! Das ist jetzt richtig scheiße. Fuck. Hast du es wirklich geschafft, dass ein Creeper auf unserer Hauptebene explodiert? Mhm. Wir hätten ja nur in Ruhe lassen müssen. Und abschießen von oben. Ich wollte ihn ja abschießen. Aber das Problem ist. Irgendwas war das Problem, ich weiß gerade nicht mehr. Mit irgendwas hat er halt reagiert. So rein kann es aber nicht gewesen sein. Was haben wir denn da daneben stehen gehabt? Was ist mit der MT Zelda eigentlich, die da in der Industrial Centrifuge drinnen ist? Lass drinnen. Okay. Lass drinnen. Okay. Den Netherrack Dust gehört in die Zentrifuge oder wo gehört der rein? Die Zentrifuge lass bitte jetzt in Ruhe. Die müssen wir abbauen und dann oben hinstellen. Ah, okay. Da habe ich oben schon einen Platz reserviert, aber den musst du jetzt erstmal stehen lassen. Okay, dann lass ich's stehen. Scheiße, wo war die Farm jetzt? Weißt du noch, wo das große Loch jetzt ist? Achso. Ziemlich genau in der Mitte, oder? Aber warum explodieren die Skelette beim Sterben? Oder was ist dieses laute Geräusch halt? Patrick, erklärst du's? Ja, ich muss hier weg. Was ist jetzt schon wieder? Ein Twilight-Lich. Ein was? Bossgegner. Mhm.
Fuck, hey, wie ist das gestanden? Weißt du das noch? In der Mitte? Ja, stimmt ja, in der Mitte. Wie zur Hölle kommt da überhaupt ein Creeper hin? Das ist eine gute Frage. Wo sind die ganzen Stone Conductive Pipes hin? Warum verschwindet hier die Erde? Das ist schlecht. Dass die Erde verschwindet, ist schlecht. Naja, weil da baut sich irgendwie gerade alles ab. Was ist das? Sag mal, was ist mit dem Zombie da? Mach den Magnetmodus aus. Achso, warte. Ich hab noch gar nicht eingeschalten. Ja, ich hab ihn gar nicht eingeschalten. Stairs, Alter. So eine dumme Idee von Patrick. Ja, weil es halt nice ausschaut. Vollkommen unnötig. Aber wieso verschwindet das ganze Zeug? Weil es gerade neu aufbaut. Ah, okay. Sollen wir es dann eigentlich einfach vom Acker machen? Nein. Lass ihn einfach machen. Okay. Ich weiß schon, was es tut. Wo kommen jetzt die Lava-Buckets her? Wieso habe ich Stone Stairs? Das gibt's ja nicht. Achso, ich bin drüber gelaufen. Jetzt habe ich wieder die scheiß Stone Stairs. Wie viele Lava-Buckets kommen dann noch? Warum kommen da überhaupt so viele Lava-Buckets irgendwo? Weil unten gerade der Liquid Transposer überfüllt ist. Down. Fuck, Alter! Fucking Creeper, nur weil du da jedes Mal die Stairs haben musst. Auf Stairs können keine Creeper spawnen. Genauso wenig wie auf Half-Slabs. Aber die Stairs machen es den Creepern einfacher? Sie können nicht spawnen auf Stairs. Trotzdem können sie dir nachrennen auf Stairs? Sie können auf jeden Block mit einem Unterschied Höhe nachrennen. Aber funktioniert das Ganze jetzt wieder nicht? Weil da noch... Ist
Da gibt es auch eine ganze Chest voll mit Conductive Pipes. Oder zumindest, wo ziemlich viele drin sind. Ja, genau, ich weiß, ich hoffe, die Farm baut sich nur jetzt wieder auf. Ach so. Okay, wieso explodieren die... Also wieso gibt es Explosionen, wenn die Skelette sterben? Weil die Aerial Faith Blade so laut ist. Okay. Das hört sich an, wie wenn es explodiert. Oh ja. Ich brauche noch Dirt. Bitte, wir haben erst genug Dirt überall. Ja, ich weiß. Würdest du jetzt bitte funktionieren? Wie viel Dirt braucht das? Da fehlt auch einer. Warum verschwinden die Conductive Pipes? Ah. Hast du den Fehler gefunden? Ich fürchte, ja. Und welcher ist es? Bumm. Ah, werden wir gleich sehen. So, wir sind aber ganz schön nah. Und die Spinne auch. Ja, ich glaube, irgendwas stimmt mit dem Sound nicht, weil man hört sie überall nah. Und auch die Creeper-Explosion, die ganz weit weg ist, hört man ziemlich nah immer. Mhm. Also das heißt, sie sind gar nicht so nah, wie sie sich anhören? Ja. Das ist blöd. Das ist irgendwie ein Bug von... Ding selber. Vom ich glaube, ja. Warum baut es das ab, Flucht? Patrick, du kannst mir gerade nicht zufällig helfen, oder? Nein. Wo bist du überhaupt? Ich bin... Bist du im Wüste? Ah, nein, da so Wüste da draußen schaue ich gerade herum. Warum bist du so plötzlich so laut? Hm? Warum bist du plötzlich so laut? Aha, bin ich lauter? Ja. Hast du den Musikplayer lauter gedreht? Nein, nein, der ist ich aus. Lololol. Ah, natürlich. Fehler gefunden? Ich fürchte, ja. Und? Welches ist es? Also? Naja, schauen wir mal, warte mal noch kurz. Warte mal noch kurz. Jetzt brauche ich erstmal was zum Essen. Mal, ob das besser geht.